So, meine Lieben, ich heiße euch wie immer ganz, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar heute, noch zum Abschluss dieses Jahres, dachte ich mir, ein Rating, quasi eine kleine Besprechung und ein Ranking von den Champions des Jahres 2022. Und hier seht ihr schon vor euch eine Liste mit 24 Champions. Davon haben wir 5 Forscher, das ist hier die häufigste Klasse mit Cosmisch, nein, mit Skill, jeweils 5. Mutanten haben wir 3. Tech haben wir 4 Champions. Cosmic eben, wie gesagt, 3. Und Mystisch wieder 4. Also das hier sind die 9 Champions dieses Jahr gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, es war, finde ich, von den Champions her ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Also wirklich sehr viele gute Champions. Fast alle können was. Aber eben, das sei auch angemerkt, dass sich das Game ja generell nach vorne bewegt und halt immer stärkere Champions kommen müssen, finde ich, oder zumindest auf einer gleichen Ebene, weil die sonst halt einfach überhaupt nicht angespielt werden. Wer zur Hölle sollte, wenn jetzt ein Champion rauskommt, der sich wie Iron Patriot zum Beispiel spielen lässt, warum zur Hölle sollte man den dann anfassen, so quasi? Aber trotzdem, ich will mich nicht beschweren, ich bin wirklich, wirklich happy. Und ich habe hier oben, ihr könnt es eh schon sehen in der Leiste, ich habe hier schon alle Champions rausgeholt. Und zwar hätte ich mir gedacht, machen wir es einfach so ganz entspannt. Ich habe jetzt keine eigenen Grafiken, gar nichts, aber wir können hier die Grafiken von MCUC selbst nehmen und da ein bisschen drüber sprechen. Und dann halt einfach, ja, gehe ich mit euch das Rating durch. Dann habe ich mir gedacht, wir können eh gleich starten. Und, oder wir können sogar kurz noch drüber sprechen, was denn die beste Klasse war im Generellen. Meiner Meinung nach, was nämlich gar nicht so leicht ist, weil zum Beispiel haben wir einerseits die Tech-Klasse, die hier mit Omega Sentinel und Iron Man Infamous zwei sehr, sehr starke Kandidaten hat und die anderen beiden auch nicht schlecht sind, sondern ihren Nutzen haben. Andere Seite natürlich die Forscher-Klasse, wo hier Scorpion, einer der geliebtesten Champions, die es gibt, Jessica Jones, der Trophy-Champion, Quicksilver ebenfalls sehr ekelhaft, Titania auch sehr, sehr stark. Mystische Klasse, jetzt hauptsächlich Rintra und Wiccan, auch sehr, sehr stark. Also es ist wirklich gut aufgeteilt, Valkyrie hier in der Skill-Klasse. Dennoch, die meiner Meinung nach stärkste Klasse, weil es wahrscheinlich auch meine Lieblingsklasse ist, hier, Cosmic. Gore vor allem nach seinem Buff super, Hulkling super und Galen brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also an sich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr starkes Jahr. Und wir springen auch gleich rein. Nehme ich mir bei der Nummer 1, ja, ist Galen. Liegt daran, dass Galen einfach ja ein Mörder-Champion ist. Also da kann man sich auch nicht drüber streiten. Das sollte, glaube ich, absolut jeder wissen. Galen, hier, ihr könnt sehen, die Charts hier von MCUC finde ich eigentlich ganz cool, dass sie sowas quasi anbieten, dass sowas gibt. Sind jetzt nicht immer komplett getreu, aber darüber können wir eh reden. Ich hätte nämlich auch ein bisschen downgebreakt, um es so aufzuschlüsseln. Survivability, also Überlebenskunst quasi. Galen kann ja regenerieren, was ihm quasi ein bisschen Leben zurück verschafft, wenn er in der Ernte drin ist. Sein Schaden würde ich absolut auf die vollen Balken schieben. Kommen wir auch noch gleich darauf zu. Zu nutzen ist er auch sehr, sehr einfach. Also das würde ich auch unterschreiben. Sein Nutzen per se passt ganz gut und als Verteidiger kann er auch ein bisschen was, weil eben Galen, wie ihr sicher wisst, ein Traum-Champion und einfach mega cool mit seiner Funktion, quasi mit diesem passiven Energieschaden, damit umgeht er halt so viele Knoten, noch dazu, dass er halt immun ist gegen Power Drain, Burn, Lock und Special Lock. Das heißt, er wird auch für die neue Battlegrounds-Meta oder gegen Penny Parker Bosse oder Kämpfe generell ist Galen einfach immens stark und es ist eben so ein alternativer Playstyle, was ich sehr, sehr gern habe. Quasi ein komplett neuer Spielstil, einfach mit diesen mittleren, leicht mittleren Kombos, diese Buffs aufbauen, Resistenzen gewinnen. Da kann man verschieden über verschiedene Superkräfte werfen, wie man es halt bevorzugt. Ich mache gern einfach erste Superkräfte bis zur Ernte mit einem schweren Angriff, unaufhaltsam, unabwehrbar regenerieren, was eben auch als Verteidiger dann ziemlich nervig sein kann. Und eben speziell seine Immunitäten gegen die vorhin genannten. Dazu kommt noch, tut mir leid, Immunität gegen Fate Seal und Nullify, also aus. Wie ist es? Ja, eh, auslöschen. Ja.
Einfach bombastischer Champ. Deshalb mein absoluter Nummer 1 Champ dieses Jahr. Dann Nummer 2 Champ, Valkyrie. Da brauchen wir nicht so viel drüber reden. Hoher Schaden, absolut richtig. Auch sehr einfach zu nutzen. Nicht ganz, aber doch sehr, sehr einfach. Von meiner Meinung nach sehr, sehr hohen Nutzen, was hier nicht ganz drinnen steht. Und als Verteidigerin kann sie gar nichts, finde ich. Weil Valkyrie, was ist das Ding an ihr? Ihr Schaden ist jetzt nicht der höchste im Spiel natürlich. Und ihr Playstyle muss man auch mögen. Aber eben dieses nur durch den Block hauen ist so immens genial. Das ermöglicht so viele Kämpfe, die man anders nicht bekommen könnte. Egal, sei es einfach jeglicher Effekt, den man bei direktem Kontakt quasi auslöst. Beispielsweise das Ding mit seiner Unaufhaltsamkeit, Heikling mit seinen Buffs bis hin zur Unerwerbbarkeit oder halt zur, wie ist das, wenn man keinen Schaden bekommt, Unzerstörbarkeit, danke. Und all diese Sachen werden eben nicht ausgelöst und dann hat sie auch einen wirklich, wirklich guten Schadensoutput quasi. Das heißt, nicht nur, dass ihr Schaden minimiert wird, sondern dass sie über den Block so viel Schaden machen kann, ist einfach unglaublich. Konter natürlich auch genial zu unaufhaltsam, wenn sie das Dupe hat. Das ist dann sowieso nochmal eine andere Klasse, dass sie einfach normal spielen kann gegen unaufhaltsame Gegner. Das heißt, auch wenn die auslöschungsimmun sind, egal, sie verhält sich einfach ganz normal gegen diese Champions. Also wirklich, wirklich gelungener Champion. Habe ich auch vor Scorpion. Das ist mein Platz 3. Ihr seht hier, Schaden könnte man auch voll ausfüllen. Absoluter Schaden. Dafür schwieriger zu spielen, meiner Meinung nach. Verteidiger kann er nervig sein. Das ist richtig. Mit seinem Dupe auch sehr, sehr viel regenerieren, um quasi zu überleben. Und seine Utility ist auch ziemlich, ziemlich hoch. Einerseits mal genial, dass er halt verschiedene Debuffs anbringen kann und man diese auch im Vorhinein auswählen kann. Das ist genial. Dass man dann auch noch zusätzlich dann Immunitäten gegen die anderen beiden bekommt, ist, es ist ein Traum. Es gibt keine Knotenkombinationen in diesem Spiel, wo man sowohl gegen Schock, Gift und Rupture-Debuffs, also Bruch-Debuffs, immun sein muss oder immun sein kann. Das heißt, man kann immer quasi halt auswählen, welches man nehmen möchte, damit der Gegner nicht immun ist und welche man braucht, um selbst dagegen immun zu sein. Dann mit den Power-Stings, mit dem passiven Energieschaden über die zweite Superkraft, dem Taunt, bla 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 und der Regeneration auf der zweiten Superkraft mit dem Dupe. Einfach ein Allround wirklich, wirklich gelungener Champion, auch sehr witzig zum Spielen. Dann kommen wir zu meiner Nummer 3, das ist Rintra auf dieser Liste. Nummer 4, verzeiht mir. Rintra, schauen wir auch ganz kurz, Survivability, voll Damage, absolut da auch relativ einfach zu nutzen eigentlich, also man kann viele Fehler machen. Nutzen ist auf jeden Fall da und als Verteidiger sehr, sehr nervig, alleine wegen dem immens hohen Health Pool, den er hat, wie ihr hier sehen könnt. Rintra, was kann Rintra? Naja, ihr wisst es wahrscheinlich eh alle, aber er kann Buffs auslöschen, aber halt neutralisieren im Vorhinein, so wie Tigra, was viele andere Knoten umgeht. Die Root Mechanics finde ich auch sehr, sehr cool, weil das so ein eigener Spielstil ist, mit dem Dupe dann eben da die Regeneration, die man zurückbekommt, die Unaufhaltsamkeit, all das, die ganzen Rupture Debuffs und eben, wenn er die zweite Superkraft noch crittet, macht die so immensen Schaden. Also mein Rang 3 Rintra jetzt gerade mit Suizid macht gut und gern mal 200.000 auf der zweiten Superkraft mit 30 Brüchen, wo man noch viel mehr bekommen kann, wenn er crittet, wie gesagt. Wenn nicht, ein bisschen enttäuschend, aber vom Nutzen her einfach extrem cooler Champion, vielseitig einsetzbar und eben auch als Verteidiger sehr, sehr nervig. Deshalb Platz 4. Platz 5, einfach weil ich sie generell auch sehr, sehr gern habe, Omega Sentinel, war glaube ich der einzige Roboter dieses Jahr. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich schaue nochmal drüber, ja, sollte glaube ich der einzige Roboter gewesen sein. Survivability würde ich ganz voll machen, Schaden, wenn man es richtig spielt, auch. Sie ist sehr einfach zu nutzen eigentlich, Utility auch sehr hoch und als Verteidigerin kommt auf die Knoten drauf an, aber kann sie meiner Meinung nach nicht so viel bis auf das Auto blocken. Was kann Omega Sentinel? Ihr wisst es wahrscheinlich, Immunitäten gegen Blut und Poison, aber eben keine Immunität, sondern dass sie sie trotzdem abbekommt, keinen Schaden davon nimmt und zusätzlich noch Heilungs-Debuffs
bekommt, die ihr quasi fehlendes Leben zurückgeben, was einfach genial ist. Gegen manche gewisse Konter, wie beispielsweise Immortal Abomination, natürlich nicht so gut, wenn man da eben die Poison-Debuffs decken kann, bis hin zur passiven, wie heißt das, Säureverbrennung, wie auch immer die Passive heißt. Also dagegen ist sie nicht immun, aber eben, dass sie da keinen Schaden von nimmt und sich noch hochheilt, ist einfach wirklich, wirklich cool. Dazu kommt ihr Nutzen, den ich sehr cool finde, einerseits mit den Erschöpfungs-Debuffs den Schaden zu senken, Heilblockade oder auch die Missfähigkeiten von Ausweichen oder sonst was zu umgehen. Und einfach einerseits einäschern und bei Mutanten, weil es ja viele gibt, die immun sind, auch diese Plasma-Debuffs machen einen immensen Schaden, wenn man das eben halbwegs gut spielt und quasi die richtigen Timings und so weiter einhält, kann das da auch gut und gern 5, 6, 7, 8.000 Schaden pro halbe Sekunde machen, was wirklich, wirklich viel ist. Platz 6, Quicksilver. Hier sehen wir jetzt Survivability, verstehe ich. Die ist, also gibt es nichts, was ihn heilt oder sonstiges. Damage voll, also der kann sehr, sehr hoch sein. Ease of Use würde ich sehr hoch geben, weil ich ihn relativ komplex finde. Utility, ja. Und als Verteidiger sehr, sehr ekelhaft. Warum? Nun, Quicksilver. Sehr, sehr cooler Champ, sehr, sehr gelungener Champ, muss ich ehrlich sagen. Habe ihn eh vor 2 Tagen auf Rang 4 gezogen. Hat einfach wirklich coole Sachen. Einerseits die Wither-Debuffs, mit denen er die Power-Gain-Sachen alles umgehen oder sogar umdrehen kann. Den Slow-Debuff, den er einfach permanent aktiv hat, ab 300 Charges. Die erhöhte Geschwindigkeit beim Ausweichen, dass man gewisse Projektile, die man eher schwerer bis gar nicht ausweichen könnte, ausweichen kann. Dazu halt seine einzigartige Art von Schaden mit den Detonationen und dem extra Energieschaden. Wirklich, wirklich gelungener Champion, aber eben nicht so leicht zu spielen. Vor allem muss man sich gewöhnen an diese Combos, dass man einfach 10 Hits-Combos macht, immer 2 Hits pro Angriff. Vom Timing muss man das ein bisschen herausbekommen. Aber wenn man das herausbekommen hat und den Circle, also die Rotation, quasi die Rotation drauf hat. Genialer Champion, mega cool Animation, guter Schaden. So, dann mein Platz 7, Iron Man in Famous. Was gibt's hierzu zu sagen? Ihr seht hier den Chart, der trifft relativ gut zu, finde ich. Traum-Champion. Wenn er Armor Up hat, immun gegen, ich glaube, ein Eschern und Schock müsste es sein, dann, dass er Schocks macht anstatt von Energie, von kritischen Treffern, der Stun auf dem schweren Angriff, ähnlich wie bei Doom, Power Lock, genauso wie Power Steal oder Power Burn, war es, glaube ich, über den Block mit der zweiten Superkraft, dazu der hohe Schaden, mega coolen Animationen, muss man auch ehrlich sagen, dann, dass er nicht pariert werden kann auf manchen Hits, All around und natürlich sein Prestige, das kann man dann auch noch erwähnen. Das ist das Höchste im Spiel. Wenn ich mich jetzt nicht irre, schauen wir mal ganz kurz. Ja, Nummer 1. Ja, mega, mega Champion. Ich habe ihn leider noch nicht bekommen, aber ein bisschen herumgespielt hat mit niedrigen Raritäten. Wirklich cooler Champion. Kommen wir auch schon zu meinem Platz 8, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja. Titania, lange unter dem Radar schwebend, auch mittlerweile immer noch bei einigen. Survivability, ja. Damage hoch, ja. Ease of Use sogar viel leichter, würde ich sagen. Utility, ja, ist wahr. Und Verteidigerin kann sie auch ein bisschen was. Titania, sehr cooler Champion, der auch Torkoal hat als Forscher, was nicht so oft ist. Immens viele Debuffs anbringen kann, unaufhaltsam, unerwehrbar, unzerstörbar werden kann. Dazu massiven Schaden, 50k Heavy Attacks und noch mehr raushauen kann. All around nicht der allerbeste Champion jemals, aber ein sehr, sehr gelungener Champion. Und auch sehr, sehr cool zu spielen, eben, wo man wirklich reckless, ohne quasi, wie sagt man, Rücksicht auf Verluste einfach spielen kann, draufhauen kann, herumweichen kann. Auch coole Tricks gibt es eben mit dieser Unzerstörbarkeit, wenn man das gut timet und dann viele Specials, die halt einen sonst töten würde, einfach halt quasi umgeht, wenn wir es so sagen. Sehr, sehr gelungener Champ, meiner Meinung nach. So, Nummer 9. Hulkling. Da war die Frage Nummer 9 und Nummer 10 meiner Meinung nach relativ gleich. Aber Hulkling, sehr cooler Champion. Hohen Schaden, ja,
Ja, absolut richtig. Hat vor allem in Battlegrounds sehr gescheint, eh wie auch Gore, der dann danach kommt, wegen Rich Get Richer, dem Knoten, wo er einfach eine Macht war. An sich der Champion finde ich relativ einfach zu spielen, wenn man die Rotation heraus hat mit den Buffs, dass man die gut vom Timing her kriegt, mit den Fury-Buffs. Mein Rang 3 macht, also gut und gern, wenn alles critten würde, macht er ca. 100.000 Schaden mit einer zweiten Superkraft, ist dann noch kurz unabwehrbar, da kann man nochmal kurz draufhauen, macht nochmal 50 bis 100 bis 120.000 mit zwei Kombos. Innerhalb von 20 Sekunden an die 200.000 Schaden ist absolut, absolut gut. Also ein sehr, sehr schadenslastiger Champion. Natürlich hat er nette Sachen, dass wenn man achtmal oder so getroffen wird, dann unzerstörbar wird. Das gibt ein bisschen Sicherheit. Und er ist wirklich nicht schwer. Man muss einfach draufhauen und dann irgendwann einen Block hauen, das gut timen, zweite Superkraft und fertig. Aber ja, vom Schaden her, das macht ihn eben zu einem wirklich, wirklich coolen Champion. Ich habe ihn noch endlich bekommen, habe ihn lange gejagt, also bin sehr glücklich mit. Und hier eben Platz 10, da ist ein bisschen der Streit, weil, also ich rede jetzt über Gore nach dem Buff generell, weil jetzt ist er noch ein bisschen, aber ja, das ist genau wie bei Heilkling, wenn er getroffen wird, kann er regenerieren. Sein Schaden kann hoch sein bis sehr, sehr hoch sein, vielleicht nicht so blitzartig wie bei Hulkling, aber auf längere Sicht vor allem absolut guter Schaden, sehr, sehr guter Schaden. Von der Idee auch sehr einfach zu nutzen, von den Timings her dann genau ein bisschen schwerer vielleicht. Da sein Nutzen würde ich um einiges höher setzen als bei Hulkling zum Beispiel, das sehe ich gerade. Und als Verteidiger kann er auch mehr als Hulkling, finde ich. Weil Gore hat einfach was extrem Geniales. Diese einfache Möglichkeit an Buffs zu kommen, und zwar sowohl an wie sagt man, Schock ist es, Blut und Gift, die Buffs, und zwar an wirklich, wirklich viele davon zu bekommen. Natürlich blöd, wenn der Gegner debuff-immun ist, dann bringt er nicht viel, aber wenn man diese anbringen kann und davon gut welche ansammelt, 13, 15, 18 Stück, dann machen die Tausende an Tausende an Tausende Schaden pro Sekunde und ticken den Gegner komplett runter. Da werde ich dann eh nach seinem Buff werde ich ein kleines Vergleichvideo machen. Das will ich euch unbedingt zeigen. Dann dazu kommt natürlich, dass er immun ist gegen Heilblockade, was auch sehr, sehr schön sein kann und ist. Und dass er halt auch seiner dritten Superkraft, wenn man es richtig anstellt vom Timing und von allem her, 150.000-200.000 Schaden macht. Und man danach einen schweren Angriff wirft und einfach bei noch einer dritten Superkraft ist, die dann genauso viel machen kann. Also innerhalb von einer halben Minute 400.000 Schaden mit zwei dritten Superkräften, wenn nicht sogar in weniger Zeit, finde ich jetzt nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Und eben nach seinem Buff hat man dann mehr Zeit und dann ist der ganze Spielstil ein bisschen runder. So, Nummer 11 auf meiner Liste ist Wiccan, damit sind wir auch schon fast bei der Hälfte. Der schwebt immer noch sehr unter dem Radar, kommt aber glaube ich auch ein bisschen auf jetzt. Ich finde ihn einen sehr, sehr gelungenen Champion. Er hat jetzt nicht den größten Schadensoutput, wie man hier sieht. Ist auch nicht so einfach zu nutzen mit verschiedenen Rotationen alles. So ähnlich wie Wong ein bisschen und das Spidey Supreme. Typisch mystisch halt mit den ganzen Runeneffekten und alles, die ganzen Funktionen. Deshalb auch hoher Nutzen hier. Das Verteidiger, ja, ist ganz nett, aber kann nicht viel. Vor allem hat er relativ wenig Leben, wie ihr hier sehen könnt. Also fast die Hälfte von Ringtrot zum Beispiel. Was kann Wiccan? Wiccan kann sehr viel, viel Schaden machen mit Plasma- oder Einäscherungs-Debuffs, Buffs annullieren oder im Vorhinein schon neutralisieren. Extrem coole Animationen, muss man auch kurz anmerken. Also Wiccan finde ich einen sehr, sehr coolen Champion. Wie gesagt, viele schlafen immer noch, was ihn angeht und finden oder sagen halt, der Schaden ist so niedrig. Aber es kommt halt einfach auf das Matchup drauf an. Es gibt halt Matchups, in denen er scheint und wo er unglaublich, unglaublich genial ist. Und halt, wenn halt keine Buffs im Spiel sind, dann macht er nicht so viel, aber kann auch was machen. Also, finde ich einen coolen Champion. Nummer 12, Black Cat. Über die wird wirklich nicht viel gesprochen, weil, hier sehen wir kurz zur Ability. Ja, die hat auch sehr wenig Leben, keine Regeneration, gar nichts. Genau, Wiccan kann ja auch noch Energieschaden sehr, sehr viel hochheilen. Deshalb auch die hohe Survivability. Und da auch zum Beispiel gegen Terrax das ganze Leben einfach wieder voll heilen, was ihn sehr gut macht. Black Cat, das hier finde ich überhaupt nicht. Ich finde, sie ist relativ komplex zu spielen.
Utility finde ich jetzt auch nicht so berauschend, aber eben sehr hoher Schaden. Als Verteidigerin kann sie auch gar nichts. Was macht man mit Black Cat? Mit Black Cat, ihr Schaden kommt viel von kritischen Treffern und eben daraus resultierenden Blutrausch-Debuffs. Wie bekommt man die? Man muss viel intercepten, schwere Angriffe unterbrechen oder intercepten, selber schwere Angriffe landen, Superkräfte das genau timen, wann, wie und wo, bla bla bla. Aber dann meine Rang 2 bringt auf der zweiten Superkraft einen Blutrausch-Debuff an, der 3000 pro halbe Sekunde mal 2 mal 4, also gut 10, 12.000 Schaden die Sekunde macht, was sehr, sehr viel ist. Und wenn man eben diese Zeit hat, vor allem in längeren Contents, zum Beispiel beim Red Hulk in Labyrinth zum Beispiel, und da dann viel Cruelty sammelt, dann trifft man garantiert kritisch mit jedem Treffer und macht viel Schaden, viel Blutschaden, bla bla bla. Also wenn Gegner nicht blutimmun ist, sehr hoher Schaden möglich. Längerer Kampf, noch höherer Schaden möglich. Platz 13 ist auf meiner Liste Captain America Sam Wilson. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, weil es kein weltenbewegender Champion ist, aber einfach sehr, sehr guten Nutzen. Er hat keine Immunitäten jetzt per se, aber er hat Armor-Ups und zwar viele davon. Er kann Auto-Blocken, Rupture-Debuffs, er macht Ausbrüche an Schaden statt kritischen Treffern, das heißt gar keine kritischen Treffer. Mit seinem Lock-On kann er auch noch seinen Special-Schaden quasi umgehen. Seine Angriffe können nicht missen, also nicht verfehlen. Ja, das gibt ihm halt einfach auch so ein bisschen die normalen Falcon-Vibes, die in seinem coolen Champion machen mit sehr, sehr hohem Schaden auf seiner zweiten Superkraft. Deshalb sehen wir auch hier, Damage ist jetzt nicht so hoch, Easy of Use, ja, stimme ich zu, er ist sehr einfach, Utility ist dafür eben hoch und als Verteidiger mit dem Autoblock kann halt ein bisschen was, aber jetzt auch nicht per se viel. Mein Platz 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, korrekt, Jessica Jones, der derzeitige neue Trophy Champ, sage ich mal, von dem Winter Event. Ich war so glücklich und habe sie gezogen als 6 Stern. Das seht ihr dann eh noch später und da lade ich euch auch noch ein bisschen Gameplay hoch. Jessica Jones, absolut gelungener Champ, finde ich. Kein absoluter, krasser, overpowered Champion. Ist jetzt eher, sie kann regenerieren. Das heißt, sie hat gute Survivability. Ihr Schaden ist gut, vor allem mit der zweiten Superkraft. Also kann ich mich nicht beschweren, kann gut sein. Sie ist aber sehr, sehr einfach zu spielen. Es gibt nichts zu beachten. Nutzen auch relativ in Ordnung und als Verteidigerin kann sie sehr nervig sein. Was kann Jessica Jones nun? Über ihre erste Superkraft kann sie verschiedene Sachen werfen und dann noch verschiedene Debuffs anbringen, unter anderem Entkräftigung, Stun-Debuff, Bruch-Debuff, Einäschern-Debuff, alles mögliche. Ihre zweite Superkraft gibt ihr pro Charges, das erkläre ich euch in einem anderen Video, Wurdersbrüche, dann macht sie auch mal gern 30.000 schwere Angriffe mit 6 Sterne Rang 2, Rang 3, 13.000er Medium Hits, 11.000er Light Hits. Wenn man das alles gut timet mit einer aufgeladenen ersten Superkraft, allen Debuffs, dem Stun drauf, kann man draufhauen, draufhauen, draufhauen. Zusätzlich wird sie immer unaufhaltsam, unabwehrbar. Der Gegner kriegt aber in einer gewissen Zeit 10-fache Schadensreduktion auf seiner Superkraft. Das heißt, man kann gefühlt alles einfach ins Gesicht nehmen und kriegt keinen Schaden und bla bla bla. Und das macht sie halt speziell als Verteidigerin sehr, sehr nervig. Gut, dann nächste Nummer, Nummer 15, Misty Knight. Hört man auch nicht viel von. Liegt daran, dass sie, wie man hier sieht, kein allzu spezieller Champion ist. Aber sie hat doch ihren Nutzen. Sie kann unaufhaltsam, unabwehrbar werden. Sie kann ausweichen, was sie als Verteidiger nervig macht. Sie kann Debuffs abwerfen, was sie auch sehr, sehr nervig macht. Und hat gar keinen so schlechten Schaden und kann eben auch zu 100% kritisch treffen, wenn man den richtigen Cycle spielt. Also ich finde diese Grafik hier ein bisschen enttäuschend für sie. So schlecht finde ich sie überhaupt nicht. Aber halt nichts Weltenbewegendes. Aber hat auch ihre coolen Nutzen. Nächste Nummer, Atuma. Habe ich per se noch nicht viel von gehört, nicht viel von gesehen, aber das, was ich gesehen habe, sehr cool. Kann eben regenerieren, hat einen netten Schaden, nicht so schlecht, genau, ist auch nicht schwer zu spielen. Dafür hohen Nutzen und als Verteidiger sehr nervig, liegt daran, dass er halt seine Fähigkeitsreduktionen werden umgedreht und erhöhen seine Fähigkeiten. Da kann er Debuffs sofort abwerfen und nutzen, um stärker zu werden und unaufhaltsam werden, wenn er möchte, viele Blut-Debuffs anbringen. Deshalb vor allem als Verteidiger, wenn man nicht den perfekten Konter gegen ihn hat. Cooler Champion.
Sehr klobig, aber guter Schaden und cooler Champion. Nummer 16. Spider-Man Supreme. Nummer 17? Nummer 16? Eins von beiden. Auch noch nicht viel von gesehen, aber krasser Schaden möglich. Das ist absolut richtig. Wirklich, wirklich krasser Schaden möglich. Kann auch ein bisschen was regenerieren. Finde ich halt komplexer zu spielen, so wie die meisten Mystiker. Hat aber auch seinen Nutzen auf jeden Fall. Kann zum Beispiel gegen unaufhaltsame Treffer kann er unsichtbar werden und die können dann quasi verfehlen. Da kann er aber auch blocken, wenn halt nicht unaufhaltsam, unerwehrbar ist, sondern unaufhaltsam zum Beispiel. Kann verschiedene Debuffs anbringen oder auch selber welche abwerfen. Ist aber auch als Verteidiger eben relativ nervig, weil er eben unsichtbar und ausweichen kann, zum Beispiel. Hier direkt danach folgen Wong, die beiden finde ich auf relativ einem Level. Wong, cooler Champion, kann eben regenerieren, kann extra Schaden machen mit anderen Fähigkeiten, so auch gut mit der zweiten Superkraft. Wenn man ihn versteht, so wie Spider-Man Supreme, würde ich ihn schon ein bisschen schwieriger einschätzen. Hat seinen Nutzen ab und zu und als Verteidiger kann er nicht viel, finde ich, außer unaufhaltsam werden zum Beispiel. Aber ihm fehlt ein bisschen der Schaden. Also würde Wong verhältnismäßig mehr Schaden machen im Generellen, wäre auf jeden Fall weiter vorne, aber so nicht viel leider. So, dann kommen meine Nummer 19 und 20. Die sind auch relativ gleich, wobei Toad wahrscheinlich vor Sauron kommt noch. Beides Mutanten-Champions, die auch hier unten na doch relativ verschieden aufgeteilt sind. Toad hier auf der einen Stelle hat ganz okayen Schaden, ist relativ einfach zu nutzen, das stimmt, nicht so viel Utility und als Verteidiger. Ja, Toad ist eben, sind beide in meinen Augen eher Verteidiger-Champions, die machen nicht so viel Schaden, Toad noch eher, aber eben als Verteidiger kann regenerieren ganz viel, er kann den Gegner Rupture oder Poison Debuffs geben, einfach so, nur wenn man getroffen wird, das heißt, da muss man Immunitäten haben oder diese abwerfen. Ja, sieht man nicht viel von, weil er halt nicht der beste Champion ist, muss man ganz ehrlich sagen. Sauron im Gegenzug hier genauso, nur halt, dass man das Regenerieren und so steuern kann, man kann unabwehrbar werden, man kann passiven Degenerationsschaden den Gegner geben. Dafür ist sein Schaden eben generell nicht wirklich hoch, aber sehr, sehr einfach zu spielen. Kaum Nutzen, bis auf diese Blutrausch-Immunität zu 95%, wenn ich mich jetzt nicht ganz tausche, was nicht schlecht ist. Dafür kann er als Verteidiger sehr, sehr nervig werden mit den Tapferkeitsbuffs, die er sammelt und dann unerwerbbar wird plötzlich. Also man kann eh wissen wann, aber im Kampf erwischt es einen oft plötzlich, dann den Degenerationsschaden, bla bla bla. Also mein Battlegrounds auf Rang 3 hat schon ab und zu, wenn kein Nimrod am Start war, hat er ein paar Kills geholt. So, dann kommen wir in meine Nummer 20 und aufwärts. Hier haben wir Mantis. Die kann man höher setzen, wenn man möchte. Ich habe sie jetzt da. Hier seht ihr, das Einzige, was raussticht, ist der Schaden. Sie ist relativ einfach, das stimmt, hat ihren Nutzen als Verteidigerin. Weil ihr Schaden, da sie garantiert kritisch treffen kann mit der zweiten Superkraft, kann sehr, sehr hoch sein. Aber muss eben, oder was heißt, doch kann sehr, sehr hoch sein. Aber ich finde, abgesehen davon hat sie nicht so viel Nutzen. Also natürlich ihre Schlafmechanik und das Ganze kann schon cool sein und vor allem zu coolen Sachen und Kombinationen leiten. Aber halt nur Schaden zu haben, finde ich, reicht nicht aus. Vor allem dafür ist er nicht so weltenbewegend. Beispiel CGR, natürlich jetzt einer der Könige, aber macht mitunter den meisten Schaden im ganzen Spiel mit Abstand, hat dazu noch Armor Breaks, verschiedene Buffs, die man nutzen kann für viele Sachen, die, wie heißt es, einerseits halt den Kraftverlust, aber auch wenn das halt mit dem Dupe, dann bekommt man diesen Debuff auf dem Gegner, der alle Buffs löscht, das heißt, das kann man auch noch machen. Ja, das ist halt ein bisschen mehr als nur rohen Schaden zu haben. Aber ja, trotzdem, cooler Champion. So, gegen Ende hin, Platz 21, Shuri liegt daran, dass ich nicht viel von ihr gesehen habe. Als Boss und so weiter, was ich gesehen habe, sie war schon sehr cool. Hatte auch ganz netten Schaden, auch sehr einfach zu spielen und eben als Verteidigerin hier unten seht ihr es auch sehr cool, weil sie halt so wie Harbok zum Beispiel nicht mit jedem Block pariert werden kann und gelehnt werden kann. Das heißt, da muss man Double Parrying oder andere Sachen machen mit den Charges. Also als Verteidigerin kann sie vor allem, sehe ich sie eher als im Angriff, aber kann auch ganz nette Sachen machen. Genau dasselbe haben wir hier bei Spot.
wobei es den schon länger gibt. Spot, ja, hat jetzt nicht den höchsten Schaden, kann natürlich auch viel Schaden machen, hat aber nicht den höchsten Schaden, ist relativ einfach zu nutzen, das stimmt, hat mega coole Animationen, die einen auch als Verteidiger sehr durcheinander bringen können, wenn er durch die Portale springt überall. Und eben diese Funktion, dass er ab gewissen Charges dann unantastbar wird, dann kann man ihn im Block nicht mehr treffen und ihn selbst nicht mehr treffen und dann wird er quasi so wie Kitty Pryde oder Ghost unsichtbar und kann halt jederzeit gegenschlagen. Verliert es aber erst nach der Zeit nicht, wenn er angreift. Also das hat schon ein paar coole Mechanics, aber meiner Meinung nach ebenfalls wieder orientiert an die Verteidigung. Und dann kommen wir auch zu meinem letzten Platz diesen Jahres, Captain Britain. Dazu sei gemerkt, ja, schauen wir halt erstmal hier Captain Britain, da sehen Sie selber ein, Damage ist nicht wirklich da. Sie ist dafür sehr, sehr einfach zu spielen, hat nicht viel Nutzen und als Verteidigerin kann sie auch gar nichts. Das stimmt, relativ trifft das so zu. Sie kann netten Schaden machen mit ihren Tapferkeitsbuffs, weil sie ja nur auf ihren Specialist kritisch treffen kann, bilde ich mir jetzt ein. Also sonst glaube ich, ist ihr Critical Rating auf 0 beim Basisangriff, bei Specialist dafür auf 9.800 so um den Dreh, 9.000 glaube ich. Mit den Tapferkeits, dann hat sie verschiedene andere Effekte, trifft kritisch viel Schaden und so, aber sie bekommt halt die Tapferkeitsbuffs einerseits oder größtenteils davon, wenn die Gegner Debuffs abwerfen. Deshalb, wenn sie gegen Champions spielt, die Debuffs abwerfen, wie Atuma beispielsweise, fällt mir jetzt ein, kann sie doch sehr, sehr nett sein, aber abgesehen davon kann sie quasi nichts. Ja, das war meine Liste mit den 24 Champions diesen Jahres. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, unterhalten, was weitergebracht, wen ihr jetzt leveln sollt, was auch immer. T-Lists kommen eh im Jänner dann nochmal die fertig überarbeiteten, diesmal versprochen. Aber ja, wenn ihr andere Meinung habt, andere Vorschläge, wenn ich irgendwas vergessen, ausgelassen habe, lasst es gerne in den Kommentaren da. Wie immer, es gibt Leute, die denen das was nutzen kann. Wenn ich jetzt Blödsinn erzählt habe über irgendeinen, dann bitte bessert mich aus, damit hier jetzt nicht Leute falsche Informationen bekommen. Aber ja, das ist meine Liste. Das hier hat mir meine 24 Nummern durchgeordnet. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Jahr. Auch generell auf YouTube, trotz der großen Pause, haben wir jetzt vielleicht noch in diesem Jahr die 1000 geknackt. Es fehlen, glaube ich, gerade noch 3 oder 2 oder 4. Also, ja, kann von hier an nur aufwärts gehen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch einen wundervollen guten Rutsch ins neue Jahr 2023, wo auch immer ihr seid. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.